Das ist ein Klicker, wir schauen uns erstmal den hier jetzt. Ich meine, wenn wir uns mit dem Bloater anlegen müssen, dann müssen wir uns halt mit dem Bloater anlegen. Aber ich will dann nicht auch noch das ganze Kleinvieh hier rumrennen haben. Zu dem Klicker, da brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Wir können doch hier weiter. Den könnten wir wahrscheinlich eh nicht erledigen, ohne dass der Bloater auf uns losgeht. Weil die Klicker ja immer Geräusche machen, wenn sie sterben, ne? Na klar, hier sind gleich noch ein paar mehr. Oh mein Gott, hier sind so viele. Ich weiß, einfach weitermachen. Da ist noch Zeug, kann ich das nicht? Dann nehme ich das halt nicht mit. Fuck, ey. Oh nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich würde ganz gerne hier draußen bleiben. So, haben die anderen uns auch bemerkt? Anscheinend nicht, ne? Bleib hier. Ach, da sind sie. Das ist noch ein Bloater. Guck mal, da in der Mitte, oder? In der Mitte ist noch ein Bloater, aber hier ist noch eine Tür. Dann gehe ich halt da lang. Ich würde schon gern versuchen, den auszuweichen hier. Wenn hier weiter keine Gegner sind, nehme ich... Munition. Und die Tür geht natürlich nicht auf. Das war so klar, dass die uns da nochmal rauszwingen. Ach du Scheiße, das sind sogar zwei Bloater. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Okay, dann erstmal darüber. Das sind ja nicht nur die Bloater, das sind ja auch die Klicker mit ihrem Instant Kill, ne? Verdammt. Was ich jetzt probieren könnte,
Das kann natürlich auch total nach hinten losgehen. Aber ich bin ja relativ weit von ihm weg, ne? Okay, der Klicker sucht jetzt aktiv nach uns. Hat aber damit natürlich auch seinen Posten verlassen, ne? Wenn jetzt das Glück ist, dass unsere Chance da jetzt durchzukommen. Oh, sei nicht so laut, Ellie. Die Kiste wäre ein guter Tritt. So. Ellie, geh da hoch und stoß die Kiste runter. Mach mal, Ellie. Ich bin gerade etwas sehr nervös. So viele Klicker und Bloater hier direkt in meiner Nähe, das ist gar nicht gut. Gott, war der nah. Komm, 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 komm! Uha! Meine Fresse! Oh. Erstmal kurz durchatmen! Ich muss erstmal ganz, ganz kurz durchatmen! So, sind hier noch mehr von denen? Oh Mann. Auf jeden Fall ist das Zeug unter Wasser. Joel, würdest du mal bitte... Ich hatte hier gerade was gesehen. Wo ist es hin? Ob ich meine Sauerstoffleiste erhöhen würde, wenn ich meine Lebensenergie steigere? So, hier unten durch. Da kann Ellie natürlich wieder nicht folgen, weil die immer noch nicht schwimmen kann, nach einem Jahr mit Joel zusammen. Ich bin jetzt drüben! Und mehreren Situationen, okay, in denen echt hilfreich gewesen wäre, wenn Ellie hätte schwimmen können, hat Joel es ja immer noch nicht beigebracht. Das sollte er echt mal nachholen. Was ist das hier? Und vor allem ist hier noch was versteckt. Da liegt was. Ein Comic, den sie liest. Comic. Katalyse. Buch 13. Angesichts der gescheiterten Mission beschlossen Daniela und James, das ultimative Opfer für die Menschheit zu bringen. Sie wollten das Schiff und die Antikohlenstoffbombe direkt in einen Neutronenstern fliegen. Die daraus resultierende Explosion war das signifikanteste astronomische Ereignis seit der Entstehung der Galaxis und vernichtete die Flotte der Reisenden, ihre Heimatwelt und zahllose weitere Welten und Sternensysteme. Aber wird das Opfer von zwei der größten Helden der Menschheit ausreichen, um sich aus dem eisernen Griff der Reisenden zu befreien? Ich muss sagen, es ist ganz schön selbstsüchtig von der Menschheit, mehrere Sternensysteme zu zerstören und sich selbst zu retten. So, Ellie, wo bist du denn? Da bist du. Okay, also die Leiter da drüben runterlassen. So, kommst du, Schnucki? Wir wollen weiter. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher.
oben die Leiche. Da hat noch was dabei. Es ist eisig. La Municiona. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich wollte nur erst die Tür probieren. Oh shit. Versperrte Tür. Ellie? Warum habe ich den denn nicht gesehen da? Oh. Ich weiß genau, worauf das jetzt hinauslaufen wird. Okay. Ellie, pass bloß auf. Hier mit dem Fuß. Okay. Pass bloß auf, Mädchen, da sitzt ein Klicker. Tun wir jetzt so, als hätten wir den nicht gesehen? Oder? Pass auf! Alles klar? Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Mann, wird echt Zeit, dass die vernichtet werden. Also den hab ich von hier drüben schon gesehen. Ja, den hätten wir durchaus auch vorher ausschalten können, denke ich. Ich hab's natürlich auch nicht ausprobiert, ja? Hätte ich vielleicht machen sollen. Wir haben noch eine Werkbank, aber wir haben, irgendwelche neuen Teile gefunden. 86, oh ja. So, El Diablo kriegt. Ja, das ist gut. Panzerbrecher-Upgrade. Vielleicht haben wir ja nochmal einen Bloater oder sowas, das wir vernichten müssen. Hier ist eine Tür. Hi. Ich hörte, du hast noch ein bisschen Loot für mich. Finde ich gut. 10. 10 helfen mir gar nicht weiter. Zumindest nicht jetzt auf kurze Sicht gesehen. Schade, dass wir kein Dokument oder irgendwas finden hier noch, was erklärt, warum er da angebunden ist, zum Beispiel. Ich meine, man kann es sich herleiten, so Theorien aufstellen, aber... Ich mag es halt, Dokumente zu lesen. Sieh mal! Da ist es! Ja, cool. Fast da. Und den Flammenwerfer immer noch nicht benutzt. So, okay. Wie kriegen wir Ellie darüber? Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Joel kommt aber auch nicht so einfach rüber. Da muss Ellie uns bestimmt von da drüben wieder irgendwas bringen. Und vorher müssen wir hier im Wasser wieder irgendwo... eine Kiste oder sowas finden. Oh, das hilft total hier gerade. Okay, das wird mir ein bisschen weit. Da holen wir erst nochmal Luft. Jetzt weiß ich ja, wo es lang geht. Ich guck vorher nochmal, ob wir hier noch irgendwas haben. Gut. Durch die Tür sind wir gekommen, oder? Ja, muss ja. Sonst stünden wir jetzt nicht vor diesem Problem. Wenn wir von da oben gekommen wären, hätten wir ja einfach das an entsprechender Stelle runterfallen lassen können.
So, und nu? Nun gucke ich erstmal, ob hier oben was ist. Das sieht nämlich schon wieder so verführerisch aus. Ach so, das ist der Weg, den wir sowieso gehen müssen, um da oben hinzukommen. Dann gucke ich natürlich erstmal hier durch die Tür. Ich muss da hochkommen. Und sehe, dass ich nichts sehe. Oh, ich habe mich so klug gefühlt, weil ich das gleich gesehen habe. Und dann ist das der Weg, den man sowieso gehen muss. Natürlich ist der offensichtlich dann. Naja, egal. Okay, da ist unsere Rettung. So. Da haben wir aber auch Glück, dass so ein Scheiß immer ganz zufällig da rumliegt, wo wir es brauchen, ne? Okay. Hör auf da. Okay. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. So, wohin rüber? Hier hin rüber? Wahrscheinlich, ne? Yep. So, während Ellie uns was besorgt, können wir schon mal in Position gehen. Okay, sie lässt die Leiter runter. Vorsicht! Das heißt, wir sind in die falsche Position gegangen. Ja, komm vor. Oh. Was ist passiert? Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Na, eigentlich ist es ganz klar, ne? Stellen die Leiter hier hin. Gehen noch mal schwimmen. So, hier einfach einmal durch. Da ist doch jetzt gerade einfach nur noch so ein bisschen Spielzeitstreckung, oder? Das ist doch nur Spielzeitstreckung hier. Diese Wege nochmal gehen muss. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch. Ich kann ja das Licht wieder anmachen. Und hier mache ich es wieder aus, weil hier ist wieder Licht. So, jetzt können wir die Leiter hier holen. Ellie? Ellie ist noch da. Okay. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass vielleicht irgendwas passiert sein könnte. Aber alles ist gut. So, jetzt platzieren wir die Leiter hier wieder. Hopsen runter. Nehmen uns die Leiter. Und legen sie hier drüber. Das war jetzt nicht das, komplizierteste aller Rätsel. Ich bin ein Idiot, ne? Ich hätte natürlich auch einfach die Leiter hochklettern können. Ist egal. Manchmal denke ich komplizierter als notwendig jetzt. Oh Gott, bin ich doof. Leute, es tut mir leid. Doch keine Spielzeitstreckung. Oh, scheiße, ey. Aber sich erst dort drüber aufregen, obwohl es seine eigene Blödheit ist, ne? Ja. Das ist typisch Rio. Oh Mann. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Ach, du Scheiße.